ich jetzt so zurückschaue, denke ich, hat mich das Eishockeyspielen sicher am meisten geprägt. Weil für mich war es die beste Lebensschule, die ich haben konnte. Du lernst nicht nur austeilen, sondern viel wichtiger, du lernst einstecken. Adi hat mich auf Instagram angeschrieben, ob wir mal gemeinsam ein Training machen wollen. Ich kannte ihn überhaupt nicht, hatte ihn nicht auf dem Schirm oder so. Und immer wieder hat er mich eigentlich überrascht, was er alles schon gemacht hat. Früher getaucht, Ultras gemacht bis 100 Kilometer, Monte Rosa Sky Run. Und dann sind wir Schlag auf Schlag gegangen. Unser Vorhaben ist, die Swiss Skyline von Eiger, Mönch und Jungfrau in einem Tag möglichst auf der idealen Linie zu klettern und schauen, wie schnell das wir sind. Ich mache keine Bewertung dahinter. Es ist nicht für mich, schneller ist besser. Wo wir den Ostgrat von der Jungfrau besichtigt haben, habe ich zu dir gesagt, hey, die Zeit ist wichtig und wir wollen schnell sein, aber ich will mein Sohn oder meine Tochter im Dezember kennenlernen. Das ist mir das Allerwichtigste. Dann hast du gesagt, hey, unbedingt, wir setzen alles auf Sicherheit und schauen, dass wir heil nach Stechelberg kommen. Also ich denke, das Vertrauen ist wirklich das A und O, weil im Endeffekt da vertraue ich ihm mein Leben an. Wenn man Angst hat, dann ist man schon einen Schritt zu weit gegangen. Aber manchmal ist es schwierig, dort halt die Grenze zu finden. Was ist schon Angst und was ist noch Respekt? Mein Bruder ist mit 25 Jahren gestorben. Und wo ich diese Aktivität hatte oder weitermachte, dachte ich immer, hey, mir darf nichts mehr passieren. Seit 2017 ist der Uli Steck ums Leben gekommen und er war ein guter Freund von mir und Trainingspartner. Und dann zwei Jahre später ist mein Vater an einem Herzinfarkt gestorben. Für mich war das ein bisschen der Gegenpol. Du hast jemanden, der hat eigentlich sein Leben gelebt bis 65, hatte noch Pläne, Ziele, was er noch eigentlich will und konnte das alles nicht mehr machen. Und auf der anderen Seite hast du halt jemanden, der ist halt jung gestorben, aber er konnte eigentlich alles machen, was er wollte. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich seither viel bewusster lebe. Uns war es wichtig, wie es am anderen geht. Darum muss man auf so einer langen Tour muss man sich wirklich auch spüren und unterstützen. Wenn du solche Projekte hast, wenn du die gleiche Leidenschaft teilst, wenn du so unterwegs bist, dann entsteht da definitiv eine Freundschaft. Ich hätte nie gedacht, dass wir 13 Stunden und 8 Minuten brauchen, um über Eiger, Mönch und Jungfrau zu klettern auf dieser Route. Wenn man denkt, normale Bergsteiger würden 4 bis 5 Tage für diese Tour benötigen. Aber im Endeffekt bedeutet mir dieser Tag, wo du gemeinsam mit einem guten Freund unterwegs bist, viel mehr als die Zeit. Die Zeit, die ist nebensächlich.